Mit der Region auf einer Welle schwimmen seit Jahren die Wasserwerke Zwickau. Das abwechslungsreiche Ausbildungsangebot, was das Unternehmen jungen Leuten unterbreiten kann, passt ebenfalls zu diesem Slogan. Vorgestellt wird es regelmäßig im September beim Tag der Bildung. Wir wollen uns einfach zeigen hier als Unternehmen, wollen unsere Ausbildungsberufe vorstellen und ganz wichtig natürlich junge Menschen kennenlernen, denen das Unternehmen zeigen, um dann am Ende gute Auszubildende zu bekommen. Wir geben Infomaterial raus, die das möchten, können ihre Adresse bei uns hinterlassen, können sich für ein Praktikum bewerben. Also das ist auf alle Fälle eine gute Plattform für uns und auch für die jungen Leute. Erik Juncker hat vor 4 Jahren seine Ausbildung bei den Wasserwerken Zwickau beendet. Seine dabei gemachten Erfahrungen gab der Facharbeiter für Abwassertechnik am vergangenen Samstag an wissbegierige Besucher weiter. Der Ausbildungsberuf ist in 3 Jahren erlernt und ein Großteil der Ausbildung findet in Chemnitz statt. Dadurch, dass bei uns in den nächsten Jahren viele ältere Kollegen in Rente gehen, sind die Übernahmechancen sehr gut bei uns. Also die Wasserwerke bilden eigentlich nur noch nach Bedarf aus, dass man das sicher sein kann, dass man hier nicht eine Ausbildung macht und dann auch irgendwo liegen gelassen wird. Alles in allem kann ich jedem auch nur die Ausbildung, den Arbeitgeber empfehlen, weil das Miteinander mit den Kollegen ist sehr gut. Es ist ja sehr familiäres Umgehen. Also es gibt jetzt hier nicht irgendwo Außenseiter oder so. Es gibt viele Betriebsfeiern, dass die Zusammenhörigkeit im Betrieb gestärkt wird. Und man ist viel, ich als Abwassertechniker bin viel in der frischen Luft, habe viel draußen zu tun, abwechslungsreich. Weil man Wartungstätigkeiten hat an Pumpen, Labortätigkeiten, Kundendienst, also die Sparte, was man dann am Ende im Betrieb macht, ist relativ groß. So groß wie die Palette an Berufen, die bei den Wasserwerken Zwickau erlernt werden können. Fachkraft für Abwassertechnik ist nur einer von vielen. Wir bilden aus für den kaufmännischen Bereich die Industriekauffrau und den Industriekaufmann und für den gewerblich-technischen Bereich den Elektroniker für Betriebstechnik, die Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, die Fachkraft für Abwassertechnik und den Anlagenmechaniker. Bewerber sollten unter anderem einen guten Realschulabschluss nachweisen können. Abiturienten, die sich gegen ein Studium entschieden haben, sind in der Zwickauer Erlmühlenstraße ebenfalls willkommen. Informations- und Beratungsgespräche sind selbstverständlich auch nach dem Tag der Bildung noch möglich. Sie können uns telefonisch kontaktieren. Wir haben all unsere Kontaktdaten auf der Homepage abgebildet. Wir sind per E-Mail zu erreichen. Wir sind, wie gesagt, telefonisch zu erreichen. Wer mag, kann eine ganz klassische Bewerbungsmappe vorbeischicken oder vorbeibringen. Oder auch, wie es heutzutage fast üblicher ist, per E-Mail eine Bewerbung schicken. Bis zum 15.11. dieses Jahres nehmen wir für alle unsere Ausbildungsberufe die Bewerbung entgegen für den Ausbildungsbeginn im August 2019.